Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu dem Let's Play Besiege. Ich bin der Captain und ihr seid auf der Captain Shift. Ich darf euch herzlich begrüßen dabei. Und zwar sind wir jetzt schon wieder in der vierten Dingsrunde und wir sollen 90% von allem töten. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich fange erstmal, ich glaube, ich mache einen ganz neuen. Wir müssen jetzt eine absolute Killermaschine bauen. Wie machen wir den denn nochmal neu? Komplett, genau. So, wir bauen einfach eine Todesmaschine. Mit ganz vielen Kettensägen und Flammenwerfern und sowas an der Seite. Das war total witzig. Ich glaub's auch. Das wird der Hammer. Das wird der absolute Hammer. So. So. So, zwei da noch dran, da noch dran. Da zwei noch dran. So, mal sehen, wie das wird, ey. Ob das überhaupt hält? Das kann schon gar nicht halten. Sehe ich das schon. Das wird nie was. So. Bin ich ja mal gespannt jetzt hier. Das kann nichts werden. Das kann nichts werden. So, ich muss jetzt nur mal ein paar Halterungen einbauen. Damit das Ding auch also wirklich versucht, wenigstens versucht ein bisschen zu halten. So, Weapons. Das wird nie was. Versucht es. Also die kommen ja auf mich zu, so wie es aussieht, oder? Kommen die auf mich zu? Ja, gut, die kommen auf mich zu. Was passiert, wenn ich jetzt einfach vorwärts drücke? Ja! Ja! Der Kreisel des Todes! Und zurück! Ja, los! Ihr schafft. Nein! Es geht kaputt! Zurück! Ja, wir schaffen es! Nein! Der Kreisel des Todes, er zerbricht! Nein! Aber ich finde, wir sind schon weit gekommen. Wir müssen das hier nur ein bisschen verstärken. Ah, verdammt! Okay. Wir müssen das hier alles noch ein bisschen mehr verstärken. Dann passt das schon. Der Todeskreisel wird es schaffen. Wir müssen, glaube ich, auch ein paar Räder entfernen. Wir müssen uns ja eigentlich nur im Kreis drehen. Das müsste reichen. So reicht es, glaube ich, wenn wir an jeder Seite ein Rad machen. Dann sollten wir uns eigentlich im Kreis drehen können. So, und dennoch, natürlich, darf man natürlich nicht vergessen, die Flammenwerfer. Wenn man schön den Feuerkreisel des Todes machen können. Da bin ich mal gespannt. Ja, Feuerkreisel des Todes. Ah, ich brenne auch. Aber, yes, du hast es geschafft.
Jawohl! Jawohl! Ja, damit habt ihr nicht gerechnet. Auch wer schießt auf mich? Ist mir egal. Ich hab's geschafft. Ich hab der Feuerkreisel des Todes hat's geschafft. Der Feuerkreisel des Todes. Ich bin der. Das ist der Wahnsinn, Leute. Es ist einfach der Wahnsinn. Ah, herrlich. Wie lange haben wir gebraucht? Eigentlich nicht. Lange können wir dafür eigentlich nicht gebraucht haben. Ah, guck mal, das sieht so krass aus. Dieses Teil, ey. Dann gehen wir mal in die nächste Zone. Ich versuche die Folge mal ein bisschen kürzer zu machen, da ich letzte Folge schon ein bisschen überzogen habe. Letzte Folge echt lange gedauert. Was brauche ich? Steel and Deliver. Iron Ore. Hä? Was? Was soll ich tun? Ich soll diese... Alter, wie soll ich denn das machen? Aha. Bracing with the engineer machine. Ja gut, das weiß ich. Das weiß ich mittlerweile. Wie soll ich denn... Alter, da brauche ich eine ganz neue Maschine für. Ja, das wird ja was. Also ich muss diese beiden Teile irgendwie dahin bringen, ne? Hab ich das richtig verstanden? Okay, wir versuchen es mal. Na, das wird ein Spaß. Also wir brauchen es auf jeden Fall auf der Höhe ungefähr. So, dann klatschen wir da erstmal ein paar Räder dran. Mit einer Bremse. Wir arbeiten diesmal nur mit einer Bremse. Oh Mann, das wird ja was. Ich bin noch nicht hoch genug. Oh, so lang, egal. Na ja, gut, einer reicht. Ich pack noch einen drauf. So. Das sieht aus, ey. Ja. Und du? Sie müssen da irgendwie... Was ist denn mit diesem Plow? Wo sind der? Kann ich den denn überhaupt... Siehst du, damit das ist doch das Schiebeding. Damit müssen wir das doch machen eigentlich. So, dann machen wir nämlich den Plow daran. Wo ist er denn? Probieren es erstmal. Probieren es erstmal so. Ja, wisst ihr? Wisst ihr, das läuft da schon mal. Jetzt müssen wir nur noch das Ding da oben runterkriegen, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dann machen wir oben einfach genauso hin. Machen wir auch extrem lang das Teil und dann hauen wir da oben einfach so ein Ding ran. Das ist nicht sonderlich kreativ, aber... Mein Riesenroboter. Oh, fuck. Das wollte ich nicht. Wir müssen den ja ein bisschen stabil kriegen hier auch alles. So.
Ja, das wird Spaß. So, wo ist mein anderer Plow? Hä, wie ist der? Wie sieht das denn aus? Ach ja, jetzt. Bisschen komisch aus, aber egal. Bisschen versetzt gebaut hier alles. Na denn. Mal gucken, was das wird. Der hat aber ganz schön Gewicht hinten. Ne, da muss ich ein bisschen... Ganz ruhig. Was macht der denn da? Der soll nicht tanzen. Scheiße. Er soll doch das Ding da... Ich brauche da zwei Bremsen hier. Das geht nicht, das geht besser. Das geht besser mit zweien. Das gefällt mir immer noch nicht mit dem Gewicht. Das ist, glaube ich, immer noch zu viel hinten. So. Ne, wir versuchen es erstmal mit dem da. So, jetzt hier immer rum. Du musst dich nur. Was tut es da? Komm schon, du musst. Ey, warum drehst du dich denn in die andere Richtung? Ja, fick dich. Komm. Das ist so schleifig irgendwo auf dem Boden. Das ist doch gar nicht möglich. Wie soll das gehen? Ja. Ja, komm, fall runter. Yes. Yes! Na? Ja? Yes, gewonnen, Leute! Super! Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich war der Captain, meld mich ab. Ich habe ja gesagt, ich mache die Folge heute ein bisschen kürzer. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao!